US-Geheimdienste haben offenbar einen geplanten Anschlag auf Rheinmetall-Chef Armin Papperger aufgedeckt. Wie der US-Sender CNN berichtet, wollte Russland Anfang des Jahres Papperger töten lassen. Weil so viele Artilleriegeschosse und Militärfahrzeuge von Rheinmetall in die Ukraine geliefert werden im Kampf gegen den Angriffskrieg Russlands. Fragen wir gleich mal nach aus unserer Politikredaktion. Leonie von Randow zugeschaltet. Leonie, was ist denn bisher über dieses geplante Attentat auf den Rheinmetall-Chef bekannt? Schönen guten Abend. Ja, die Kollegen von CNN, die berichten, dass bereits Anfang des Jahres eben ein geplantes Mordkomplott bekannt wurde, den US-Behörden und Sicherheitsbehörden bekannt wurde. Die haben daraufhin dann umgehend die deutschen Geheimdienste alarmiert. Das ist auch von deutscher Seite bestätigt worden. Diese Information, die soll von 5 westlichen Insidern kommen. Amerikanische Insider möglicherweise, das ist nicht genauer benannt worden. Und offenbar gab es eine ganze Todesliste, auf der auch noch weitere Industriebosse aus der Verteidigungsindustrie hier in Europa standen. Aber die Pläne, den Rheinmetall-Chef umzubringen, die sind offensichtlich besonders weit fortgeschritten gewesen. Und jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, Rheinmetall, das ist der größte Waffenhersteller in Deutschland, unter anderem die Panzer Gepard, Marder, Puma und Leopard 2, der ja auch an die Ukraine geliefert worden ist, die kommen von Rheinmetall. Und Rheinmetall ist ja auch sehr engagiert in der Ukraine, hat dort beispielsweise einen Panzerreparaturbetrieb bereits eröffnet und unterstützt eben mit Artilleriegeschossen. Und natürlich muss man sagen, es geht Russland hier wieder darum, Macht zu demonstrieren. Einschüchterungsversuche sind das ganz klar, so wie wir sie in der Vergangenheit ja auch schon gesehen haben, etwa beim Tiergartenmord hier mitten in Berlin. Leonie, für den Augenblick erstmal vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön.